So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Und falls ihr euch wundert, dass wir hier mittendrin starten, es ist nicht mittendrin, es ist der Schluss der Mission, die ich gerade nochmal nachspielen musste, weil ich ja die letzten Crocs noch sammeln musste. Jetzt werden wir gleich zu Link und werden Super nochmal aufs Maul geben. Und ich dachte mir, das lassen wir uns nicht entgehen. Das machen wir nochmal gemeinsam. Das ist nicht super. Und dann werden wir heute, der Partname sagt es schon, die Crocs in der Wüste holen. Entweder ich finde sie selber in meinem ersten Durchlauf oder ich gucke sie nach. Es ist mir mittlerweile echt zu blöd. So. Erinnert euch daran. Ja. Das ist euer Ende. Na, aber das ist der Plan für die Folge. Wir werden ziemlich sicher. Ziemlich sicher einfach die Dings machen. Die Wüste. Und dann sollten wir alle Crocs diesmal wirklich nachgeholt haben, die uns noch gefehlt haben. Bin ich zumindest, glaube ich, dass wir das dann haben. Das war ein Fehler. So. Okay. Ja, also falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt, wir haben hier in Rivalis Level und hier im Dorf haben wir Crocs gesammelt. Und im Dorf habe ich zwei Crocs übersehen. Im Dorf, sag ich schon. Im Stall ist es hier. Im Stall haben wir zwei Crocs übersehen. Und, verflucht. Und, ja. Ach, komm schon. Und, und die habe ich dann nachgeschaut und nachgeholt und die Parts zusammengeschnitten. Und jetzt, wie gesagt, die Wüste. Da sollten wir ja mit Link wieder durchrennen können. Ah, das ist halt einfach ein riesiges... Eine riesige Fläche. Ne? Das ist halt einfach eine riesige Fläche. Und da fehlen 5 Crocs. 5. Wir haben ja richtig gut uns umgeschaut. Gib alles! So, bevor der mir im Hintergrund in die königliche Beraterin im einfach reinlabert. Ach, Urbosa kann ich hier sogar spielen? Okay, interessant. Urbosa, ach so, weil die relevant ist für den Abschnitt. Okay, alles klar. Ja, dann auf. Ja, dann auf. Ich bin gespannt, was wir alles selber finden. Ah, ich werde mich jetzt sozusagen wieder gut eine Stunde selbst umgucken. Die Gerudo leben in einem Dorf der gleichnamigen Region. Sie sind dann werden wir uns einfach aufgrund ihrer Mittling über eine Karte informieren, wo die sind. Und dann war's das. Mal schauen. Mal schauen. Ich denke, ich kann mich relativ schnell auf der ganzen Fläche umgucken. Man kommt nur in die Stadt am Anfang nicht rein. Das heißt aber, die komplette Fläche sollte eigentlich möglich sein, zu betrachten von Anfang an. Ich glaube, da war nicht allzu viel, was versperrt war. Bin mir aber nicht sicher. Irgendwelche Vorposten wahrscheinlich und sowas, die könnten gesperrt gewesen sein. Aber so an sich sollte es passen.
Aber man startet hier mitten in der Mitte. Das ist natürlich schon mal unstabil. Das ist schon mal sehr unstabil. Aber da ist einen Krog direkt am Anfang an. Also da wir ja einen Krog direkt am Anfang verpasst haben, muss ich mich jetzt hier mal genau umgucken. Vielleicht ist ja hier in diesem Abschnitt schon irgendwo ein Krog. Das wäre natürlich gut möglich. Hier in diesem Startgebiet halt! Sozusagen. Scheint aber nicht. Ich weiß auch nicht, ich glaube, hier ist es halt ganz schwierig, in so einem großen Gebiet wirklich zu sortieren. Der Krog gehört zum Anfang, der Krog gehört zum Ende. Na? Also, ich sehe jetzt hier. Hier sehe ich nichts. Nee, ich gehe jetzt hier auch raus. Okay, ich würde. Boah. Wie geht man sowas jetzt am besten an? Es ist einfach nur eine riesige Fläche. Wie geht mir jetzt hier am besten die Krogsuche an? Ich weiß es nicht. Wir werden mal hier drüben anfangen. Hier diese ganze Oase mal durchschauen. Ich werde mal überall, wo ich war, so für ein bisschen für Verwüstung sorgen. Dass ich weiß, da war ich schon, ne? Dann ist es nachher vielleicht leichter, so einen Überblick zu behalten. Was man schon hatte und was nicht. Ah, da hinten. Okay. Okay. Hier komme ich noch nicht durch, ne? Hier ist dann später, ist hier dann ein Eingang zu einem Vorpost. Ja. Das ist natürlich auch wieder blöd. Weil dann muss ich hier sowieso nochmal hinlaufen. Okay, aber hier habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gesehen. Gut, aber hier geht es auch dann aktuell nicht weiter. Dann gehen wir mal den Gang hier nach hinten. Machen mal hier wirklich den ganzen oberen Teil. In der Stadt waren auf jeden Fall einige Krogs, die haben wir auch schon gefunden, das weiß ich noch. Aber da könnten natürlich noch mehr sein. Möglich ist viel. So, jetzt kann ich hier runter und komme dann von der anderen Seite an diesen Vorposten ran. Genau. Also, die Frage ist, ist in diesem Vorposten ein Krog? Und bisher war es eigentlich ja so, dass in Vorposten eher keine Krogs sind. Damit würde ich jetzt mal dieses Gebiet hier für beobachtet erklären. Und wir kommen ja in das andere Gebiet, wie gesagt, sowieso noch rein. Da geht es eh nicht weiter. Da ist sowieso Schluss. Da gehen wir jetzt vielleicht mal wirklich maximal außenrum erstmal. Und so ein bisschen eben in die einzelnen Gänge. Ich denke, das ist ganz gut. So, hier kamen wir her, ne? Ja. Habe ich hier auf dem Weg hierher irgendwas übersehen? Ich hoffe nicht. Müsste passen. Müsste passen. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Das ist jetzt eigentlich ein relativ übersichtlicher Gang.
Ah, hier ist auch gleich wieder Schluss. Das heißt, ich kann jetzt hier auch so einen Rundweg machen. Und das hier alles erstmal liegen lassen. Hier einmal außen rum und hier einmal rein. Aber da ist überall nichts. Ah, da war eine Truhe, okay. So, dann ist hier so ein kleines Eck. Aber in dem Eck ist auch nichts. Okay, gut. Dann haben wir den ganzen oberen Teil jetzt eigentlich uns hier umgeschaut, ne? Könnte man, würde ich so mal vermuten. Würde ich so mal bezeichnen, dass wir uns hier umgeschaut haben. Okay. Dann gehen wir jetzt am Rand entlang. Ist das, was wir da sehen, die Stadt? Ja, das ist die Stadt. Natürlich ist es die Stadt. Die da unten. Aber jetzt gehen wir, wie gesagt, erstmal am Rand entlang. Okay. Da komme ich noch nicht rein. Das ist aber auch nur so ein kleiner Vorposten. Ne, wir bleiben erstmal am Rand. Wir bleiben erstmal am Rand. Ich werde jetzt hier nicht... So, hier bei den Säulen könnte ziemlich sicher ein Krog sein. Wenn ich nicht da schon einen habe, das ist natürlich die nächste Frage, ne? Ach so, hä? Ach lol. Ah, ich komme an die Fläche da hinten noch gar nicht ran. Die ganze Fläche da hinten, da komme ich noch gar nicht ran. Da muss ich durch die Vorposten. Okay, muss ich mir merken. Da komme ich noch überhaupt nicht hin. Das ist natürlich nicht ganz so das, was ich mir erhofft hatte. Ha! 1 von 5. 1 von 5. Ach, dann komme ich an dieses... Wahrscheinlich ist bei den Säulen ein Krog. Man kann es gar nicht ablaufen. Da kommt man überhaupt nicht hin. Ja, moin. Was jetzt bei den Gerudo wieder genauso wie bei den Orni? Wenn ich mein A voll habe, lasse ich es in Ruhe. Aber ich muss hier am Rand bleiben, dass ich nicht, na, dass ich jetzt nicht den Rand verpasse. Hier kamen wir her, also muss ich hier am Rand weiterlaufen. Ach, hier ist jetzt auch, bin ich jetzt schon bei der, ah, bin ich jetzt schon bei der Stadt gelandet. Ah, okay. Da bin ich jetzt schon bei der Stadt gelandet. Dann gehen wir doch mal vorsichtig um die Stadt rum, bevor wir in die Stadt reingehen. Da oben ist auch nochmal dann ein Vorposten, da gehen wir auch gleich dann rein. Was? Ich glaube, die muss ich hier sowieso jetzt besiegen, ne? Yo. Na gut, aber da brauchen wir jetzt auch kein A einsetzen, die ist ja sofort down. Die kann ja gar nichts mehr. Mit meinem Level kann die ja gar nichts mehr. Okay. Umso besser. So. Wir gehen jetzt aber erstmal hier weiter in die Ecken. Ah, du bist safe, ein Krog. Sehr schön. Mit Truhe. Prima.
Okay, so. Wir gehen weiter am Rand entlang. 2 von 5. 2 von 5. Hier kann ich sogar schon rein. Okay. Dann machen wir das doch gleich. Dann nehmen wir das doch gleich mal ein, das Gebiet hier. Hallo? Und tschüss. So. Gut, das war jetzt hier einmal außenrum. Jetzt gehe ich aber ganz schnell einmal hier vorne dran vorbei, dass wir da auch mal geguckt haben. Da zum Beispiel so eine ganz einsame Kiste. Schade. Aber wir haben schon mal 2 gefunden. Da bin ich schon mal happy. So, da unten ist wieder die Stadt. Das heißt, wir müssen jetzt mal hier so ein bisschen in diesen Steinen da oben gucken. Da waren wir noch nicht so exzessiv. Aber hier sehe ich jetzt nichts, was irgendwie auf einen Krog hindeuten würde. Ja, ich wollte sie eigentlich in Ruhe lassen, ne? Ja. Du fällst schon nicht hin, Zelda. Ach so. Überlass das mir! Dann gehen wir vielleicht mal ganz fix zu Zelda. Ich wollte nicht anvisieren. Willst du mich verarschen? Ich will hier langlaufen. Bevor Zelda wirklich noch fällt. Ja, doch, Zeldas Energie ist nicht die beste. So. Untersteh dich. Welch ein Kräftemessen. Damit geht jetzt die Stadt auf. Und wir können bei der Stadt weitermachen. So, jetzt haben wir erstmal wieder zu Link. Der jetzt ein bisschen geportet wurde, wieder hierhin. Okay. Ich begebe mich jetzt nicht nach Gerudo-Stadt. Ich begebe mich jetzt erstmal hier runter. Hier waren wir nämlich noch nicht. Aha. Eine Truhe ist auch ein Symbol, dass wir hier noch nicht waren. Also. Keine verkehrte Geschichte. Das hier ist jetzt so ein... Ah ne, das ist gar kein Dings. Das sind einfach nur Gegner. Okay, dann lasse ich die aber auch in Ruhe. Die stören mich nicht weiter. Genau, das ist so ein einzelner Bereich. Okay. Ich hätte gedacht, vielleicht geht's kaputt. Ne? Das sah so rissig aus. War es leider nicht. Okay, die Frage ist, kann der Bereich hier irgendwas? Bisher habe ich jetzt nichts hier. Nicht, dass ich wieder genauso wie vorhin so eine Platte oder sowas übersehe. Aber ich sehe hier wirklich nichts. Wahrscheinlich ist es einfach ein Bereich, der aufgeht und dann kommen da Gerudo-Kriegerinnen raus. Mehr ist für den Bereich nicht relevant.
Ah! Da ist safe ein Kopf. Nummer 3. 3 von 5, die wir noch nicht hatten. Sehr schön. Fantastisch. Okay. Und jetzt, glaube ich, haben wir den Rundweg gemacht. Ne? Jetzt sind wir... Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Hier ist jetzt nochmal ein ganz enger Gang. Da waren wir. Genau, da unten waren wir. Okay, perfekt. Dann gehe ich jetzt erstmal zur Stadt. Weil ich glaube, so weit haben wir dann jetzt... ...tatsächlich alles... abgeschaut. Ich denke nicht, dass auf der komplett freien Fläche mittendrin Krog ist. Das wäre halt richtig scheiße. Na, also muss man sagen, das wäre halt richtig Müll. Hier könnte so in diesem Steingebiet, aber da habe ich mich eigentlich auch gerade schon so ein bisschen umgeschaut. Na, da bin ich gerade so ein bisschen rumgelaufen. Ich würde sagen, es ist in dem großen Gebiet hinten noch was. Da kommen wir jetzt aber erst hin, wenn wir durch die Stadt gelaufen sind. Wir müssen erstmal durch die Stadt. Oh. Das ist jetzt nicht so gut. Muss ich die jetzt nochmal sammeln, die ich jetzt schon hatte? Untersteh dich. Wo starten wir jetzt? Los! Aber wieso ist Zelda jetzt plötzlich gefallen? Das war ja blöd. Ich kann halt auch nicht zu Zelda wechseln und sie heilen. Wo ist denn Zelda jetzt hin? Yo. Kannst du einfach hier bleiben? So? Wäre das möglich? Link! Link, jetzt ist Link in der Stadt. Habe ich jetzt die Crocs? Habe ich jetzt die Crocs noch? Ich werde es ganz kurz an dem einen testen, der da in der Wand war. Plötzlich fällt Zelda einfach. War da eine Meldung? Das war ja dumm. So, wo war jetzt dieser Krog? Ah, hier oben. Ah, da, okay, scheiße. Shit. Ah, verflucht. Wo waren die anderen? Einen weiß ich noch. Muss gucken, ob der jetzt auch noch nicht neu eingesammelt ist. Und zwar da unten, ne? Da unten war einer. Hätte ich jetzt gedacht. Ah ja, wenn ich darum gelaufen bin, da hinten war der. Ach, so ein Käse. Hier unten. Okay, den habe ich. Es ist nur der... Okay, dann ist es nur der Steinkrog. Die anderen zwei müssen wir haben. Okay, gut. Damit kann ich leben.
Damit kann ich leben, okay. Ah, das war ja dumm. Dass Zelda einfach plötzlich fällt, während ich damit rumwurschteln bin. Also gut, neuer Anlauf. So. Jetzt kann ich hier durch. Wie gesagt, hier haben wir schon einige Crocs gefunden in der Stadt. Jetzt gehen wir erstmal zu Urbosa. Dass wir die Story erstmal fortschreiten lassen. Dann habe ich nämlich den Croc jetzt auch gesammelt, der in dem Stein war. Dann bleibt der nämlich auch gespeichert. So, und jetzt sind nämlich die ganzen anderen Dinger auch offen. Jetzt müsste alles offen sein. Okay. Die Frage ist, wie ich mich in der Stadt nochmal umgucke. Weil das Ding ist, ich habe in der Stadt schon so viele... Wieso bin ich jetzt eigentlich Urbosa? Link. Zelda. Ich habe in der Stadt schon so viele Crocs gefunden. Hier oben war einer. Das weiß ich noch. Urbosa. Hier drin ist, glaube ich, jetzt nicht noch zusätzlich einer. Das wäre schon arg strange. Nee, okay. Dann war hier seitlich, glaube ich, einer. Hier unten. Oder auch nicht. Hier ist jedenfalls keiner. Soweit kann man das auch sagen. Ob da einer war oder nicht, egal. Hier ist jedenfalls gerade keiner. Und auf der Seite... ja, ich wollte gerade sagen, lauf doch da einfach hoch, Link. Da ist auch nichts. Okay. Der kann weg. Hier war einer. Genau. Da war einer, den haben wir. Ich würde sagen, ich gucke mich dann weiter in der Stadt um, wenn wir auf unserem anderen Weg nicht noch die anderen zwei finden. Es sind jetzt nur noch zwei, die fehlen. Und jetzt kommen wir hier nämlich in dieses Gebiet und da waren wir noch überhaupt nicht. Na? Also jetzt in der Runde waren wir da noch gar nicht. So meine ich das. Also würde ich jetzt hier wieder loslegen und den Rand ablaufen. Hier war einer. Da sehe ich schon wieder so eine Lücke. Da sehe ich auf der Karte schon wieder so eine Lücke, die verdächtig ist. Schade. Wirklich nix? Okay. Aber es war eine verdächtige Lücke. Gott, hier ist nochmal eine verdächtige Lücke, die gleich kommt. Hier hinten rein. Aber auch das ist wieder nur so ein Reinlaufen. Und das war's. Einfach nur, dass die Karte ein bisschen kantiger... Okay, die Kiste da in der Mitte gefällt mir nicht. Schade. Schade.
So, aber ich will eigentlich meinen Weg nicht außer Acht lassen. Ich wollte ja hier am Rand entlang. Wir bleiben am Rand. Wir bleiben erstmal stabil am Rand. Yo, diese Armeen hier einfach. Alles klar. So, lass mich davon jetzt aber gar nicht beirren von den Armeen. Die interessieren mich hier auch jetzt überhaupt nicht. Auch nicht rein. Da hinten ist dann Schluss. Da müssen wir uns noch umgucken bei den Säulen. Da könnte ich mir was vorstellen. Aber meine Vorstellung ist leider nicht richtig. Okay. So. Ich meine mich zu erinnern, dass hier wir schon mal irgendwo einen gefunden haben. Trotzdem gucke ich mich jetzt hier natürlich genauer um. Weil jetzt wird es wieder ein bisschen verwinkelt. Ach, da war so ein Ding. Die Frage ist, ist hier auch ein Krog? Sieht mir aktuell nicht danach aus. Habe ich mich jetzt hier gut genug umgeschaut? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ich habe mich hier umgeschaut. Ich dachte, hier war ein Krog sogar. Aber habe ich mich wohl geirrt. Weil ich sehe ja weder einen, den ich ausgelöst habe, noch einen, der da nicht, noch nicht ausgelöst ist. Okay. So. In diesen Vorposten kommen wir noch nicht rein. Also gehen wir jetzt weiter hier am Rand entlang. Können dann jetzt mal hier runter die Ecke ablaufen. Da ist es allerdings, ich glaube, das ist auch ein Weg zu einem Vorposten. Ne? Da ist dann die andere, ja. Ich glaube nicht, dass hier am Ende wie so eine Sackgasse typisch ein Krog ist. Weil da ja in den Vorposten dann reingeht. Nachher. Eher nicht. Eher nicht. Aber vielleicht in die andere Richtung. Die Richtung dürfte der Weg nämlich aufhören. Ah, nee, der hört auch nicht auf. Aber trotzdem gucken wir uns hier gut um. Doch, der Weg hört auf. Ha, 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 ha. Scheiße. Ja, ja, ich weiß. Sehr schön. 4 von 5. Einer noch. Einer noch. Prima. Sehr gut. Okay. Welches Gebiet haben wir jetzt noch nicht betreten können? Das ist immer noch, genau, das ist immer noch dieses Gebiet, was diese drei Vorposten, ne? Ich, genau. Also alles, was dieser nördliche Teil, da waren wir noch überhaupt nicht drin und da konnten wir auch noch gar nicht rein. Dann würde ich vermuten, dass da der letzte Krog ist. Würde es Sinn ergeben. Dann räumen wir jetzt erstmal hier weiter auf. Und ich spiele jetzt erstmal, ich kann ja alles die ganze Zeit ablaufen. Also hier wird ja nicht irgendwas abgesperrt nachher.
Dann gehe ich jetzt erstmal die ganzen Liga-Offiziere aufräumen. Und schaue mich dann in dem anderen Gebiet noch um. Und wenn da nichts ist, dann können wir nochmal genauer dieses Gebiet hier ablaufen. Aber das hier wirkt mir doch sehr, sehr durchforstet jetzt. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Machen wir so. Und die Stadt müsste ich mir dann nochmal genauer anschauen. Aber ich würde jetzt eben erstmal vermuten, dass wir in dem Gebiet noch was finden werden. Was ist hier eigentlich? Hier kann man einfach rein. Aber hier ist nichts. Okay. Na gut. Aber wir gehen mal noch hier kurz diese Gasse hier hin. Ah, da war mal einer. Okay. So, ciao. Das war der Kollege. Hier ist noch so ein... Nee, okay. Ich habe mir kurz was eingebildet, aber es war tatsächlich genau das, was es war. Einbildung. Ah, hier den Gang noch nach hinten. Okay, da ist auch nichts. Gut. Hier geht's raus. Jetzt haben wir uns doch in der Stadt nochmal ein bisschen genauer umgeschaut. Da war nichts mehr, ne? Nee. Nee, also ich würde sagen, Stadt ist auch abgeschlossen. Stadt haben wir uns umgeguckt. Wo ist denn der jetzt? Ach, hier. So, jetzt gehen die Vorposten auf. Und damit der letzte Bereich, den wir betreten können. Ach, da hinten muss ich jetzt hin. Ja, okay. Wait! Hier komme ich nicht lang, ich muss durch die Stadt. Ich muss durch die Stadt gehen. Mein Gang wäre durch die Stadt. Yo, Zelda, nee, du bleibst schön, wo du bist. Holy shit. Nachher fällt mir die nochmal. Nein, Zelda! Kann ich dir eigentlich irgendwie... Kann ich dir irgendwie heilen? Nö. Alter. Oder kann ich Impa... Warte, kann ich Impa sagen... dass sie Zelda beschützen soll? So... Urbosa auch. So, hier alle zu Zelda. Easy. Vielleicht ja, vielleicht klappt's ja. Ansonsten wird sich Zelda schon rühren, wenn sie Probleme bekommt. So wie vorhin hat er auch gut funktioniert, ne? Ach, warte, ist das jetzt nicht erst der Abschnitt, wo man gegen so ein so ein Monster-Ding kämpft? Ich glaube ja. Ich glaube, der Abschnitt kommt jetzt. Ja, ich erinnere mich. I remember. Natürlich. Genau. Jetzt muss ich erstmal den. Den Dings herholen. Gut. Okay.
Ja. Ich sehe gerade was. Hier drüben ist noch so ein kleiner Abschnitt, den wir uns vielleicht noch nicht so gut angeguckt haben können. Aber auch da ist nichts. Okay. Na komm. Na komm. Einen Moment. Ach, ich muss den jetzt gar nicht besiegen. Ich kann direkt die Vorposten erobern. Geht mir das Ding da nicht die ganze Zeit auf den Keks? Natürlich. Na, lass dich doch einfach in Ruhe, würde ich sagen. Ne? Tschüss. Vermeide einen Kampf gegen die Moldora. Ja, okay. Mach mal. Kein Ding. Bin ich nicht böse, wenn es direkt weitergeht. So. Vorposten Nummer 1. Und da hinten, wie gesagt, in diesem Bereich des Vorpostens, ne, alles was jetzt hier kommt, da will ich mich nochmal genauer umschauen. Hier vermute ich den letzten Krog. Irgendwo hier in dem Bereich. Wir werden sehen, ob ich recht habe. Es wäre wünschenswert. Sonst fehlt genau einer. Und einen dann zu suchen, wenn man alles vermeintlich schon abgeguckt hat, das ist dann nicht mehr so geil. Na? Habe ich mir jetzt den Teil hier genau genug angeschaut? Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Es wundert mich halt, dass hier gar nichts ist. Aber gut. Aber gut, dann ist hier halt erstmal nichts. So. Die Ecke hier mal ablaufen. Okay. Dann müssen wir jetzt hier mal kurz aufräumen. Dass ich mich in Ruhe weiter umgucken kann, denn das Gebiet ist ja noch deutlich größer. Na, das ist ja nicht der kleine Teil hier oben, das ist ja das ganze Gebiet. Also noch habe ich Hoffnung. Noch haben wir ganz viel, was wir noch nicht angeschaut haben. Es wäre natürlich schön, ihn je schneller zu sehen, umso besser, ne? Aber noch habe ich Hoffnung, dass wir ihn finden. Schade. Das wäre jetzt so eine schöne Kiste gewesen, die am Ende eines Ganges war, ne? Das wäre jetzt so eine schöne, passende Kiste gewesen. Aber gut, dann halt. So, ich muss nur, wie gesagt, aufpassen, dass ich hier nichts übersehe. Haben wir jetzt hier alles gesehen? Ich glaube ja, doch, hier haben wir jetzt alles gesehen. Würde ich schon so bezeichnen. Würde ich schon so bezeichnen, dass wir jetzt hier alles gesehen haben. Okay. Kann man hier hinten rum. Dann gehen wir erstmal wieder am Rand entlang, würde ich sagen. Weil das jetzt nochmal ein größeres, anderes. Na komm, wir gehen mal gleich in diese Ruinen hier. Die sind auch verdächtig.
Aber da ist nichts weiter. Wir gehen mal. Ja, wir gehen mal da hinten lang. Wir gehen mal da hinten lang. Oh, euch brauche ich. Octorox brauche ich. Für Dings-Missionen auf der Karte. Ah, ich habe bei jeder Kiste immer die Hoffnung, wenn ich sie kaputt mache, dass ein Grog rausspringt. Leider ist dem nicht so. Geht mal hier am Rand entlang. Geht das auch nichts? Wieder so viele Gegner, dass ich erstmal mich in Ruhe orientieren muss. In der Hoffnung, dadurch nichts außer Acht zu lassen. So. Habe ich jetzt hier mich genau umgeschaut? Ich glaube ja, ich würde schon sagen. Gehen wir es mal hier lang. Hier ist auch nichts. Das auch nichts. Es reduziert sich langsam. Der mögliche Grogfund reduziert sich langsam ein bisschen. Kann ich hier schon? Hier kann ich noch nicht mal rein. Ah, aber das ist die Verbindung nach da. Dass da drin ein Grog ist, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ausgeschlossen ist es aber natürlich nicht. Da müssen wir auch noch rein, ich weiß. Gut. Und dann haben wir den Teil jetzt, glaube ich, auch so weit durchgeguckt. Jetzt wird es langsam kritisch. Bevor ich da reingehe, gehe ich nochmal hier oben hin. Habe ich da genug geschaut? Ich scheine da genug geschaut zu haben. Blöd. Ah, stopp mal. Was ist hier? Ne, da war ich auch schon. Scheiße. Da war ich auch schon. Ah, jetzt wird's kritisch. Weil jetzt ist ja der Bereich praktisch, den ich noch als Hoffnungsschimmer hatte, so ziemlich durchforstet. Na gut, gehen wir mal hier rein. Ach, Zelda! Nee. Nee, Zelda, nee. Wo starten wir jetzt? Hier. Habe ich seitdem den Grog eingesammelt? Seit wir hier die Moldova ausgelöst haben. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Eine kann ich auf jeden Fall kurz kontrollieren. Einen Krog kann ich kurz kontrollieren, und zwar den am Ende von dem Gang dahin. Den Ballonkrog. Den kann ich ganz fix einmal kontrollieren, ob ich den schon habe. Einen Moment. Ist da jetzt ein neuer Ballon? Nein, der Grog ist da. Okay, den haben wir. Sehr gut. Ach, Zelda, ey. Nur Ärger macht die heute. Also, dann gehen wir wieder hier rein.
Dann erobern wir jetzt halt erstmal schnell alle Vorposten. Das dürfte Zelda auch wieder helfen. So. Ich meine, natürlich kann auch in so einem Vorposten Krog sein. Ne? Eigentlich ist es ein bisschen dumm, dass ich mich da nicht genauer umschaue in den Vorposten. Das ist schon wahr. Es ist schon wahr. So. Aber wie gesagt, hier haben wir jetzt uns umgeguckt. Das hatten wir alles schon. Jetzt sind halt nur die ganzen Gegner wieder da. Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Wo ist Zelda gerade? Impa ist automatisch auf dem Weg zu Zelda. Na, das passt doch. Wo ist Urbosa? Die sind beide auf dem Weg zu Zelda. Na, das passt doch. Ich bin auch auf dem Weg zu Zelda. Dann ist doch alles gut. Dann ist doch alles gut. Genau, hier ist nämlich Zelda. So. Wenn wir hier erobert haben, sollte Zelda erstmal safe sein. Okay, da gucken wir jetzt in dem Vorposten nochmal ganz kurz um. Ja, und dann ist ja noch der eine Vorposten bei der Oasis ja auch noch gewesen. Ich weiß schon, dass es die noch gibt. Natürlich kann auch da noch ein Krog sein. Möglich ist viel. Alter, ich würde am liebsten Zelda heilen können. Ah, sie ist wieder ein bisschen voller. Okay. Das ist ja auch ganz gut. So. Und ich glaube, es ist sogar der nächste. Ja, genau, der Oasen-Vorposten ist der nächste Vorposten. Ja, okay, dann wuseln wir jetzt eben dahin. Überall sonst dürft ihr aktuell, habe ich mich ja eigentlich umgeschaut. Eigentlich, ne? Es ist immer die Betonung liegt auf eigentlich. Aber ich meine, wir haben 4 Krogs gefunden. Das ist doch schon mal was. Also man kann nicht sagen, dass wir hier komplett erfolglos durchlaufen. Kann man nicht sagen. So, hier ist der. Machen wir erstmal hier Schicht im Schacht. Dann ist der Vorposten auch unser. Jetzt gucken wir uns hier den Vorposten mal kurz um. Ob ich hier irgendwas übersehen habe. Kuga ist jetzt da oben, ne? Genau, das ist jetzt der letzte Bereich, der aufgegangen ist. Ha, aber ich fürchte, da wird jetzt kein Krog auftauchen, da wo Kuga ist. Da wird jetzt kein Krog auftauchen. Aber solange ich Kuga nicht besiege, ist die Mission nicht zu Ende. Das heißt, ich könnte jetzt auch die Karte einfach aufmachen. Wo die Krogs eingezeichnet sind. Und dann auf die Art und Weise den letzten Krog mir holen. Das wäre eine Option.
So, aber wir gucken uns jetzt erstmal hier in Ruhe um. Aber hier im Endkampf einen Krog verstecken wäre irgendwie auch komisch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das scheint auch nichts zu sein. Ausgezeichnet! Achso, ich habe gerade den angesiedelt. Ja, okay. Gut, und hier außen war ich aber schon. Ja, jetzt sind wir alle Gebiete so in gewisser Weise abgelaufen. Die Betonung liegt auf in gewisser Weise. Aber. Tja. Wo gibt's irgendwas, wo wir gar nicht waren? Ich schätze halt, es ist so diese freie Fläche, dass ich da irgendwas übersehen haben könnte. Na gut, ich mache mir ganz schnell ein Video auf, wo die Karte ist. Und dann klären wir das. Das dauert jetzt kurz ein paar Sekündchen. Nix, moin. Klappe halten. Hyrule Warriors Crox Urbosa. Alle Crox genau da. Das ist der... Ja, ja, halt die Klappe. Danke. Wo ist die Karte? Oh, lol. Hab ich den? Hab ich den da in der... Also in der Stadt sind drei, die haben wir. Da ist einer, den habe ich nicht. Den habe ich safe nicht. Hier drüben. Hier ist einer eingezeichnet. An der Ecke hier. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da einen Krog habe. Aber ich bin da auf jeden Fall lang gelaufen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass da ein Krog war. Und wow, die Krogs sind alle im Süden. Die komplette südliche Map ist mit Krogs bezeichnet und sonst nirgends. Der ganze obere Teil, nichts. Nichts. Die sind alle da unten. Vier Stück um die Stadt rum. Yo, das ist sick. Das ist sick, okay. Aber gut, dann müssen wir da kurz hinlaufen. Hilft nichts. Zelda hält so lange hoffentlich weiterhin durch. Ach, so ein Käse. Ach komm, wir gehen so rum. Scheiß drauf. Aber was habe ich denn da wieder übersehen? Dass da an der... Ich bin doch diesen Rand exakt abgelaufen. Was war denn dort, dass ich das übersehen habe? Ich bin doch diesen Rand hier exakt abgelaufen. Oder habe ich den vielleicht sogar und bin einfach jetzt schon wieder dumm. So, hier irgendwo. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Ich meine, selbst wenn ich ihn habe, müsste er ja hier irgendwo stehen jetzt. Ach, fuck, den habe ich. Das ist nicht der Kreis. Jo, welcher Kreis ist es denn dann? Hä?
Ist meine Annahme falsch? Habe ich alle? Ist meine Annahme falsch? Habe ich nicht richtig gezählt und mir fehlen nur 4 Stück und ich habe 4 Stück gesammelt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8 Stück sind es insgesamt. Wie viele hatten wir vor diesem Part? Ich gehe ganz kurz in mein eigenes Video rein. Ich gehe ganz kurz in mein eigenes Video rein und gucke mir nochmal an, was es angezeigt hat als Anzeige. Sekunde. Das war in dem Part... hier fehlen ja auch noch Koks. Da bin ich alle durchgelaufen. Sekunde. Wir haben es gleich. Da habe ich erst mit dem Antiken gekämpft, genau. Und dann bin ich diese ganze Liste durchgegangen. Und bei Urbosa... Das ist Angriff der Jägerbande bei Urbosa. Alter... Ja. So. Fehlen 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber das sind 9. Hä? Es sind 9 Crocs. Und die Karte, die ich hier habe, die hat doch 8 eingezeichnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moment. Hä? Kommt da noch einer nachher? Hä? Bin ich jetzt dumm? Kann ich nicht zählen? Nochmal, ich zähle nochmal die Kreise auf der Karte, die er eingezeichnet hat. Der gute Artin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? LOL! Auf der Map, die man am Ende sieht, habe ich vergessen, den Krog zwischen den 2 Kanonen einzukreisen. Man sieht ihn aber im Video. Wo? Okay, jetzt muss ich im Video gucken. Oh nee, ey. Ist wieder typisch, ne? Da, wo ich jetzt die Karte mal suche und die Karte funktioniert normalerweise, da zeigt es jetzt natürlich einen Krog dann genau nicht an. Nämlich der mir fehlt auch noch. Es ist halt auch noch der mir fehlt. Zwischen 2 Kanonen, okay. Das sind die Krogs in der Stadt, die er hier gerade abläuft. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Das war der Ballonkrog. Da oben, bei Koga. Tatsächlich bei Koga. Nochmal zurück. Ja, aber wirklich. Okay. Also ab zu Koga. Ich bin komplett falsch gelaufen. Ja, moin. Ach, wisst ihr was? Die sind ja eh gerade dort. Dann kann auch Impa den holen. Wenn man es weiß, sieht man es halt sofort. Es ist zum Kotzen. Unglaublich, ne? Also wirklich unglaublich. Okay. Müsste die Urbosa sogar noch stärker sein? Geh praktisch. Vorsicht, Bombe. Nichts da.
das hat ja gut funktioniert. Na, wir ziehen halt an jetzt, danke. Das könnte funktionieren. Frieren wir sie ein. War die falsche Taste. Scheiß drauf. Ein trauriger Anblick. Ihr seid mir zuwider. Stopp! Haltet ein! Fort mit euch! So ist es besser! Aus meinem Bild! Was? Hey! Es ist vorbei! Stopp! Jetzt aber. So, Abflug. Eieieiei. Gut, aber damit haben wir alle. Damit sollten wir jetzt alle Crocs nachgeholt haben, die wir noch nicht hatten. Ey, den hätte ich nie gefunden. Aber es war tatsächlich noch da oben einer. Es ist unfassbar. Ja, jetzt habe ich hier wieder den Schrott hier. So, wiedersehen. Ah ja. Verarsch mich halt. So. Richtig schwere Geburt. Mal wieder das gewesen ist. Ach Gott, ach Gott. Jetzt gehen wir ganz kurz nochmal alle Missionen durch. Dann sehen wir, ob wir jetzt alles haben oder nicht. Also hier haben wir es auf jeden Fall. Ah, guck mal, wir machen mal den ganz schnell. Was weg ist, ist weg. Wenn es gerade blinkt. Okay, so. Also, hier haben wir alle. Kapitel 2. Haben wir alle. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5 sind wir gerade drin. Gut, wir haben aktuell... Achso, ich könnte noch die einzelnen Dinger kurz durchschauen. Da gab es ja auch ab und zu mal einen oder zwei Crocs, aber auch da dürften wir alles haben. Und dann kann ich ab jetzt nämlich immer bei jeder Mission vorher ja gucken. Ach so, ja gut, nein, kann ich nicht. Weil es bei den Hauptmissionen erst nachher anzeigt, wie viele Crocs es gibt. Aber okay, das ist in Ordnung. Das ist dann halt so. Wenn wir da nicht alles sofort finden, dann ist es halt so. Dann geht man halt nochmal rein und sucht dann. Aber bei den Nebenmissionen wurde es immer sofort angezeigt, glaube ich. Da sehe ich jetzt nirgendwo ein nicht ausgefülltes Symbol. Ja, das sind die Titankämpfe, da kann sowieso nichts sein. Gut, wir haben alle aktuell einsammelbaren Crocs. Ich bin happy. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und tschüss.